Moin und herzlich willkommen. Besuch hat sich angesagt zum Essen. Und nun stellt sich natürlich die Frage, naja, und was kochst du jetzt? Das ist gar nicht so einfach. Denn zunächst gilt es ja mal zu überlegen, wer kommt denn da eigentlich? Essen die vegan, vegetarisch, geht Fisch oder nicht oder Fleisch? Also, was von alledem ist möglich? Und wenn das klar ist, ist natürlich die nächste Frage, was brauche ich da alles, damit dieses Essen nicht nur ein Essen ist, sondern auch schmeckt? Und da gibt es ja eine große Zahl von möglichen Gewürzen, die natürlich nur da oder auch da passen. Und da muss man genau abstimmen, was geht oder auch nicht. Feinschmecker sind gefragt. Im Evangelium dieses Sonntags hören wir, ihr seid das Salz der Erde. Auch da geht es um Geschmack, aber nur ein Gewürz, Salz. Und wenn man das übertragen will, kann man sagen, für Salz könnte ich auch sagen, Liebe. Das Leben bekommt Geschmack immer dann, wenn Menschen bereit sind, in das, was sie tun, Liebe hineinzulegen. Und da muss man gut aufpassen, dass die Zusammensetzung stimmt. Der eine braucht das, der andere das. Der eine braucht mehr an Liebe, der andere braucht weniger an Liebe und Aufmerksamkeit. Man muss es abwägen. Und die größte Gefahr ist, man kann es natürlich auch versalzen. Indem ich zum Beispiel immer irgendetwas tue, ohne mich zu fragen, ist das wirklich das, was der andere auch braucht? Oder nur das, was ich meine, dass er braucht? Wir als Christen sind eingeladen, der Welt Geschmack zu verleihen. Und das in jedem Augenblick unseres Lebens. Immer dann, egal was wir tun, wenn es Ausdruck dieser Liebe zum anderen und zu Gott ist, dann ist das Leben lebenswert, geschmackvoll. Dann sind wir Feinschmecker. Vielleicht können wir der kommende Woche einmal überlegen, wo braucht es noch mehr von meiner Seite her an Liebe, in der Begegnung, in der Aufmerksamkeit. Denn mein Eindruck ist schon, dass das wichtiger ist denn je. Ich höre viele, die fordern, dieses und jedes muss der und der und der machen und. Aber darum geht es nicht. Es geht darum zu sagen, ich tue meinen Teil. Das, was geht, aus Liebe zu Gott und zu den anderen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine geschmackvolle Woche, die richtige Mischung an Gewürzen, damit das Leben lebenswert ist und bleibt. In diesem Sinne Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie gut auf sich auf. Ihr Pastor Christoph Winkeler.